Hallo, ja. Also ich habe hier ein ganz super Geschäft entdeckt im ersten Bezirk in der Nähe der Börse. Das Geschäft heißt Fantasy Flagship? Fantasy Flagship und ich spreche hier mit dem Chef persönlich. Du Ganz bist der genau, ich bin der Jürgen. Jürgen. Also das ist ja eine riesige Waffenkammer und Kleider gibt es da, jede Menge Schaumstoffwaffen für Live-Rollenspiele. Kannst du mir sagen, was euer Hauptprodukt ist, was eure Kundschaft ist und wie du Also, dazu kommst, sowas zu unsere tun? Kundschaft rekrutiert sich hauptsächlich aus dem Bereich Lab und Mittelalter. Ja? Lapis Live. Live-Action-Roleplay oder Okay, ja. Live-Adventure-Roleplay, wenn man mehr auf die Abenteuer ausgeht, ne? Das sind Leute, die in Burgruinen herumhüpfen Burgruinen, in der freien Natur, in Auen. und dann sagen, hinfort mit dir, Elfe, So aus dem spüre mein Richtung, ja. So, du kommst hier nicht Schaumgummischwert. vorbei. Sehr gut, ja. Ja, wie komme ich dazu, das zu machen? Ich habe mit dem Hobby angefangen vor, jetzt oute ich mich, 30 Jahren. Ja. Nein, also knapp 25 Jahren. Habe zuerst angefangen mit Pen and Paper. Bin dann übers Pen and Paper zum Live-Rollenspiel gekommen, quasi von erster Minute an dabei gewesen, weil das Das war war in damals den die dunklen 80er Jahren, genau wo Gründerzeit Digitaluhren noch etwas Besonderes ja, waren. Sehr der gut. Live-Rollenspielzeit. Und da haben wir uns damals halt alles selber gebaut. Ne? Und mein Bestreben war halt immer, ich will irgendwelche Sachen haben, nehmen und gehen. Und nicht immer selber bauen. Und vor Ich knapp verstehe. 6 Jahren habe ich mir dann den Traum erfüllt und habe angefangen mit so einem Geschäft. Ne? Wie groß ist das Geschäft jetzt? Das ist ja nur eine von den vielen Hallen hier. Ich glaube, da Ja, hinten geht es also noch wir weiter, sind oder? jetzt knapp auf 700 Quadratmeter. 700. 700, also wir haben oben noch Da oben ist auch Räume, noch was. die hauptsächlich halt zum Spielen sind, für Pen Verstehe. and Paper und Tabletop. Genial. Aber hauptsächlich haben wir halt Und musst du das Lab. einen Brotjob noch nebenher haben, um dir das leisten zu können, oder kannst du schon leben Also davon? mittlerweile geht's, Ja? dass man davon lebt. Super. Es ist zwar eine Jungunternehmer wie im Bilderbuch. Wirtschaftsnische, aber Ja? wenn man an den Schräubchen dreht, haut's hin. Verstehe, super, ja. Kannst du uns irgendein super Schwert oder sowas zeigen? Also, was ist Super zum Beispiel schwer. deine Lieblingssache oder dein Meine Lieblingsitem? Lieblingssache sind halt meistens kurze Waffen. Es Kurze passt zwar nicht Waffen, zu meiner Körperfülle, ne? Aber kurze Teile, schnell und wendig, ne? okay, das sieht man jetzt nicht im Video, aber da ist kein Stahl drinnen, oder? Das ist Da ist kein relativ Stahl drin. leicht. Das Ding besteht aus einem Glaswasserstab, Ja? der ummantelt ist mit Schaumstoff und der Schaumstoff ist wiederum ummantelt mit Latex. Somit kann man auch die hübschesten Applikationen machen. Aha, wow, ja, das ist ja Kunst. Und das heißt, da gibt es auch keine Verletzungen, wenn man damit wen haut. Wenn man vernünftig damit agiert, gibt es Ja, keine Verletzungen. verstehe. Nein, man kann auch mit diesen Waffen, wenn man fest genug zuprügelt, blaue Flecken schlagen, aber darüber hinaus passiert eigentlich sehr wenig. Okay. Die Rüstungen, die ich da hinten gesehen habe, das ist echtes Eisen, oder? Echtes Metall, ja. Okay, kannst du mir da was zeigen? Natürlich.